Ja, ich möchte heute die Shakuhachi A mal demonstrieren. Sie kommt in so einem, ja, in einer wunderbaren Tasche eigentlich. Die ist gefüttert. Mal sehen hier, so kann man das sehen. Ja, ne? So. Eine ziemlich große Tasche für die Shakuhachi A. Und man wickelt hier das Band, was aus der seltenen Stoffsorte gemacht ist, nur einmal drum herum. Ja. Hören wir uns mal die Flöte an. Auch habe ich hier eine Lederkappe für die Shakuhachi gemacht, um halt hier das wertvolle Mundstück, die Kerbe, zu schützen. So, mal sehen. Bei der Shakuhachi auf A achte man darauf, dass ich die Löcher nicht auf einer Linie mache, weil das wird ein bisschen anstrengend zu spielen, sondern die Löcher der Ringfinger versetze ich. Also hier ist Zeigefinger und hier ist das Loch vom Ringfinger und dann kann man das viel leichter schließen. Ja, und je länger man die Flöte spielt, desto besser kann man seine eigene Flöte spielen. Ich habe sie hier gebunden. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Licht es zulässt, das zu sehen. Doch, das ist ein Leinengarn, ein brauner, dunkelbrauner Leinengarn. Die ist hier ein, zwei, drei, vier, fünfmal gebunden. Können auch sechsmal sein. Kommt auf die Flöte drauf an. Und was geschieht ist, dass diese Flöte, nachdem sie gebunden wird, mit Shellac richtig überzogen wird, dreimal. Der Garn ist ja Leinen, die saugen auch Shellac auf und der Garn wird dicker und so natürlich hält er den Bambus fester. Also man muss sich jetzt vorstellen, ich binde schon relativ, eigentlich schon sehr stark und dann saugt es sich auf, somit wird der Garn dicker und dann hält er die Flöte noch besser. Von innen ist die Flöte ganz leicht mit Acryl geputzt. Also wenn ich sie putze, putze ich sie feucht mit Acryl und dann wird sie von innen mit Shellac behandelt. Das heißt, von innen wird sie auch überzogen mit Shellac. Das führt natürlich zu einem sehr, sehr klaren Klang. Ja, das war die Shakuhachi A.